Jetzt sehen wir sie, eine der Favoritinnen dieses A-Finales, die mehrfache deutsche Meisterin, die Zeit ein paar Minuten Jahre schnellste in Deutschland vom Sprintteam Wetzlar. Startfrei für das A-Finale 100 Meter der Frauen. Das ist das 100 Meter Finale der Frauen mit Rebecca Hase und Lisa Marie Quayer. Schulter an Schulter, Kopf an Kopf die beiden. Aber jetzt kommt Rebecca Hase und gewinnt! 11,10 Sekunden! Wahnsinn! Riesenzeit für Rebecca Hase! Und da, das ist der Wahnsinn! Jetzt nochmal ein bisschen korrigiert, 11,11 Sekunden. Damit ist sie die Nummer 2 im Moment in Europa. 300stel nur hinter Aisha Del Ponte aus der Schweiz, die bisher die europäische Jahresbestleistung gehalten hat. Und natürlich auch persönliche Bestleistung für Rebecca Hase. Lisa Marie Quayer, auch für sie eine neue persönliche Bestleistung. 11,19 Sekunden. Megan Tapper, Lucy second, Millie Walker third.